Ja, hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rebels TV. Heute geht's um das Thema der Mann hinter der Stimme. Stell dich einfach mal kurz selbst vor. Ja, ich bin Marco Bolita. Ich bin hier seit Saisonbeginn Kommentator, habe die Vorbereitungsspiele kommentiert, habe mich mittlerweile eingearbeitet. Sie kennen mich vielleicht, zumindest anhand der Stimme. Jetzt gibt es auch endlich ein Gesicht dazu. Und ich freue mich, ja. Ja, also erstmal von mir ein Riesenkompliment an dich, Marco. Ich glaube, euch draußen geht es genauso. Wirklich ein Zugewinn für uns, für unsere Livestreams auf einem sehr hohen Level mittlerweile. Und jetzt muss man ja sagen, das ist eigentlich die erste Saison, wo du so semi-professionell quasi kommentierst, oder? Ja, ist korrekt. Also ich habe noch vorher das noch nie gemacht. Ich wusste, dass ich es immer gern machen möchte. Und dann hat sich das so ein bisschen über einen Kumpel ergeben, über ein paar Kontakte. Und genau, dann kam im Juli irgendwann der Anruf. Und so hat man, da gab es ein erstes Kennenlernen. Und genau, der erste Livestream in der Vorbereitung war eigentlich auch das erste Mal, dass ich überhaupt kommentiert habe. Halt schon immer viel Sport geguckt. Und jeder, der sportbegeistert ist, der hört viel Kommentatoren. Also damit Sicherheit auch das ein oder andere einfach so intuitiv übernehmen können. Genau, aber es ist mein erstes Engagement in die Richtung. Ja. Was mir sag mal, sehr extrem aufgefallen ist, ist eigentlich, wie viel du vom Eishockey weißt. Also ja. So ein Beispiel bei dem Spiel, wo Matze Fosterek den wirklich sensationellen Michigan gebracht hat, muss ich, auch wenn ich mich jetzt nach außen ein bisschen oute, ich wusste nicht mal, dass er Michigan heißt. Ich kannte natürlich den Move, Lacrosse Move, ich wusste aber nicht, dass er Michigan heißt und du hast ihn ja sofort aus der Situation raus, boah, ein Michigan. Ja. Woher kommt es? Woher hast du dein Fachwissen rund ums Eishockey? Angefangen hat es eigentlich mit meinen Eltern. Also meine Eltern selber haben sich beim Eishockey kennengelernt. Das ist das Erste eigentlich, ja, meine Eltern kennen sich übers Eishockey. Und dann ging es auch schon, als ich 4, 5 Jahre alt war, einfach nach Schwenning, also da komme ich ungefähr her aus der Region, regelmäßig beim Eishockey gewesen in der Eishalle und ja, zu Hause Eishockey-WM, wenn es lief, geguckt und der Spengler Cup, der ist ja dann jetzt, steht ja auch wieder an über die Weihnachtsfeiertage. Und ja, dann auch ab der Realschule, so 6., 7. Klasse, mich mehr begonnen für die NHL zu interessieren. Da vor allem verfolge ich die Boston Bruins und ja, so läppert sich das halt über die Jahre, wenn man so einen Sport halt 20 Jahre verfolgt oder, ja gut, 20 ist ein bisschen übertrieben, 15. Aber dann kommt es einfach mit der Zeit, ja. Ja. Was mich ja auch beeindruckt hat, ich weiß es selber, ich habe auch mal ein bisschen kommentiert, leider muss ich immer Sprecher machen. Weil leider. Ich würde auch gerne ab und zu mal kommentieren, macht mir auch Spaß. Ja. Wobei ich schon zugeben muss, du machst es schon deutlich besser, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, du bereitest dich auch gut vor. Also du weißt auch immer viel auch über die gegnerische Mannschaft. Wie viel Zeit steckst du rein vor so einem Spiel ungefähr? Schätzungsweise so 3 bis 4 Stunden in der Regel. Ich meine, die Infos über unsere Heimmannschaft, die sammelt man halt einmal so. Und dann habe immer 2 Tabellen auf meinem Laptop, was ich mitnehme, wo dann halt einfach Facts stehen und halt, so viel Statistiken gibt es ja leider nicht in der Spielklasse, aber halt Tore, Assists, das sind einfach Sachen, die möchte ich immer parat haben. Und beim Gegner, ja genau, da gucke ich mir halt an, also ich gucke mir den Kader an. Meistens stechen ja die interessanten Spieler schon durch eben hohe Scorerpunkte hervor und dann gucke ich halt, was die gemacht haben über verschiedene Seiten, was die für Stationen hatten und eigentlich jede Mannschaft hat auch in der Regel so 1, 2 Spieler, die irgendwie mal DNL-Meister waren oder für die Jugendnationalmannschaft gespielt haben und dann über Umwege halt oder durch Pausen jetzt hier in der Regionalliga Südwest spielen, genau, aber so 3 bis 4 Stunden meistens in den 2 Tagen vorm Spiel. Kann man so rechnen, ja. Ja, was mir dann natürlich auch brutal viel Arbeit abgenommen hat, ist, du schneidest mittlerweile auch die Spiele zusammen. Und wenn einer weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, dann bin ich es, weil ich das die letzten Jahre gemacht habe. Also deswegen von mir persönlich ein Dankeschön, dass du das für diese Saison übernommen hast. Wie lange bist du mittlerweile dran, um so ein Spiel zu schneiden und nachzuvertonen? Also, wenn man nicht gerade hier 17 Tore hat, die in einem Spiel fallen, sondern so jetzt beim letzten Spiel, da habe ich um die
ja, was waren es? Ich glaube, 4 bis 5 Stunden gebraucht für alles. Also es sind ja 2 Kameras, die da das ganze Spiel aufzeichnen, da die Szenen rauszusuchen. Ich meine, ich habe das Spiel ja zum Glück recht gut immer im Kopf, wenn dadurch, dass ich das ja gleich in den paar Tagen danach mache mit den Highlights und dann weiß ich schon ungefähr, wann was passiert ist, wann es einen tollen Save gab oder ähnliches. Die Tore findet man sowieso schnell. Und ja, dann schneidet man das halt zusammen und genau, ja, so 4 Stunden in der Regel und fürs Vertonen, da mache ich es so, das ist tatsächlich, ich sage ehrlich, das ist schwieriger als das Live-Kommentieren, ja, das Nachvertonen, weil ja, da muss es einfach stimmen, da muss der Torschrei auch in der Sekunde kommen, wo das Tor dann fällt und dann will man auch gleich alles analysiert haben, also fürs Vertonen brauche ich dann auch schon nochmal rund 1,5 Stunden, einfach schaue mir jede Szene an. Dann weiß ich ungefähr, was ich sagen will, habe Torschützen, Vorlagengeber parat und dann kommentiere ich da die 20, 30 Sekunden, die so eine Szene halt hat. Genau. Ja, okay, dann bin ich ein bisschen beruhigt, weil als ich angefangen habe, da hatte ich 8 bis 10 Stunden für ein Spiel schneiden und vertonen. Am Ende waren es, dann habe ich es dann geschafft, schneiden und vertonen ungefähr in 4 Stunden. Du bist kurz davor, das dann komplett in 4 Stunden hinzukriegen, aber schon auch ein Riesenaufwand und das vielleicht auch mal Aufruf nach Hausen. Schaut euch mal an, was in Stuttgart geboten wird. Also wir haben nicht nur hier in der Halle mit Videowall und Action, dann haben wir einen Top-Livestream, dann machen wir auch noch die Zusammenfassungen, regelmäßig Interviews. Also da läuft schon richtig viel in Stuttgart und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, uns zu folgen auf YouTube, Instagram, Facebook. Ihr findet uns hundertprozentig. Wir haben ja heute, normalerweise mache ich Interview mit Lavalier-Mikrofon. Heute haben wir mal bewusst auch gesagt, okay, wir haben die Plexiglasscheibe zwischen uns, dann hören wir uns auch nicht so gut und deswegen haben wir hier auch bewusst mal dein Arbeitswerkzeug auf, nämlich die tollen Headsets, die wir auch neu haben seit dieser Saison. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns mal ganz kurz so ein bisschen deinen Arbeitsplatz an. Wenn ich das mir anschaue, hinter dir Mischpult. Das heißt, ihr seid hier miteinander vernetzt. Wenn ich es recht weiß, ist ja so, der Regie führt, der kann euch auch Kommentare geben, ohne dass es nach außen geht. Und dann haben wir den Monitor hinter dir. Erklär mal kurz. Also der Monitor, ich sage ehrlich, ich brauche den fast nicht, außer für die Wiederholung. Genau. Zentral ist eigentlich hier das Mischpult. Da sind die beiden Headsets, also unsere Mikrofone angeschlossen, für die kommentieren. Also manchmal haben wir ja auch Gäste dabei, in letzter Zeit häufiger mal Marcel Göttfert dabei gewesen. Ja. Dann haben wir hier nicht nur, dann haben wir einmal noch ein Mikrofon dran eben von der Regie, damit der mir die Kommandos einfach gibt, wenn sobald ein Replay gezeigt wird, weil ich sage ehrlich, ich übersehe das auch häufig, weil meine Augen eigentlich immer auf dem Eis sind, um da auch wirklich nichts zu verpassen. Auf meiner Seite haben wir hier den ganzen Regiebereich. Also hier sitzt normalerweise Alexander oder manchmal auch der Frank. Mhm. Übrigens von meiner Seite aus hier ein Riesenkompliment an Alex, der das jetzt auch schon einige Zeit macht und hier regelmäßig da ist. Also da muss wirklich was Gravierendes dazwischen kommen, dass er nicht da ist. Ja. Und er macht es mittlerweile auch super. Das heißt, er schellt zwischen den Kameras hin und her, macht die Zeitlupe, muss dann rechtzeitig, also die Replays, muss rechtzeitig auf den Knopf drücken und dann abrufen und so weiter. Wenn man sich hier die ganzen Taster anguckt, die er hier bedienen muss, das ist auch richtig viel. Dann haben wir natürlich als nächsten Punkt, wir haben draußen 2 Kameraleute im Normalfall stehen und dann haben wir noch einen, der das Scoreboard bedient. Genau. Wenn das uns technisch nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, muss man natürlich auch sagen, wir kämpfen ja auch ab und zu noch mal mit der Technik. Wir sind hier kein SWR3 oder sonst irgendwas, die da Mega-Equipment haben. Ja. Wir haben für unsere Verhältnisse schon richtig viel. Hier stehen 20.000 Euro rum mit allem drum und dran. Und deswegen von meiner Seite aus auch nochmal der ganz klare Aufruf. Wir haben uns bewusst entschieden, dass wir den Livestream kostenfrei machen. Das Problem ist, wenn wir den Livestream bezahlt machen, dann geht es über irgendeinen Dienstleister und dann bedeutet es halt, wenn ihr 5 Euro bezahlt für so einen Stream, dann kommen bei uns vielleicht noch 2,50 Euro an, je nachdem, vielleicht auch nur 2,30 oder 2,80, aber ein Großteil geht natürlich an Gebühren und so weiter drauf. Und deswegen haben wir gesagt, wir bieten das kostenfrei an, auf freiwilliger Basis. Und wenn ich dann teilweise sehe, dass wir auf den Videos 400-500 Aufrufe haben und wir kriegen dann aber 15 oder 30 Euro Spenden, dann können wir das natürlich auf Dauer so nicht weiter betreiben. Und ist auch, glaube ich, für dich ziemlich frustrierend. Ich meine, da steckt richtig Arbeit dahinter.
Und deswegen nochmal der Aufruf, also von meiner Seite aus, bitte unterstützt diesen Livestream. Macht es über PayPal, wenn ihr kein eigenes Konto habt, dann spendet halt zwischendurch mal über irgendeinen Freund oder so. Ich meine, wenn 300 zuschauen und jeder einen Euro spendet, dann haben wir 300 Euro zum den Livestream hier bedienen. Und in der Regel haben wir halt zwischen 15 und vielleicht mal 60 Euro. Also da nochmal den Aufruf, zwingt uns bitte nicht zu einem Bezahlt-Anbieter zu wechseln. Ja, also das war jetzt mal einmal zu deiner Person und auch zu deinem Arbeitsplatz. Hast du noch ergänzend? Habe ich was vergessen? Ich würde nur gern kurz, wenn wir eh schon an der Stelle sind, ein Lob an den Gerd und an den Massa aussprechen. Das sind absolut unsere beiden Kameraleute. Also die beiden sind wirklich eingespielt und gibt absolut keine Probleme. Ja, da wird kein Pass wird da verpasst irgendwie mit der Kamera. Ja, dank denen sehen wir überhaupt das, was wir sehen im Livestream. Und ansonsten ja, fällt mir nichts mehr ein eigentlich. Ja, ja, dann kann ich nur sagen, von meiner Seite aus, am Freitag haben wir das nächste Heimspiel gegen Freiburg. Korrekt. Rückspiel, da haben wir eine Rechnung offen. Deswegen kommt in die Eiswelt. Wir haben Regeln 2G+. Das heißt, ihr müsst euch halt kurz vorher noch testen lassen. Wir haben aber vermutlich wieder die Teststation direkt hier vor der Halle. Wir sind gerade dran, das vorzubereiten. Und ansonsten schaut in unseren Livestream, wenn ihr nicht vor Ort sein könnt. Aber bitte vergesst nicht zu klicken, PayPal me und schickt uns 1-2 Euro, damit wir den Livestream weiter bedienen können. Genau. Von meiner Seite aus nochmal, Marco, vielen Dank für deine Zeit, nicht nur jetzt fürs Interview, sondern generell für den Verein. Mach weiter so, ich hoffe, dass du noch viele Jahre uns zur Verfügung stehst. Ja, auch meinerseits ein Dankeschön. Okay, also bis Freitag. Bis dann.